Willkommen zurück. Es war großartig. Es war großartig? Ich beginne meinen Unterricht stets mit einem 5-minütigen Achtsamkeitstraining. Wir können dadurch produktiver sein, effizienter, konzentrierter auf den Unterricht. Und wenn man etwas erlernen kann, wie Achtsamkeitstraining, wird das Gehirn effektiv integriert. Achtsamkeit bedeutet, sich bewusst darüber zu sein, was man tut, in dem Moment, wo man es tut. Der Kopf funktioniert nicht, wenn man hier nicht stabil und ausbalanciert ist. Mit wem werdet ihr die längste Beziehung eures Lebens führen? Uns selbst. Warum solltet ihr euch also nicht die Zeit nehmen, auf euch selbst zu achten? Lehrer wie auch Schülerinnen und Schüler brauchen ihre eigenen Werkzeuge. Und sie brauchen verschiedene Werkzeuge. Achtsamkeit ist nur eins davon, das ihnen hilft, dem Leben leichter, ausgeglichener und freier zu begegnen. Mit Achtsamkeit scheint man einen Lebenssinn für sich selbst zu finden, herauszufinden, wer man ist. Achtsamkeit gibt uns die Möglichkeit zu denken, was, wenn ich mit Mitgefühl antworte? Was, wenn ich mich um meinen Schmerz kümmere, anstatt ihn zu hassen? Eine Studie besagt, dass die Menschen 200 Mal pro Tag nach ihrem Handy schauen. Können wir da nicht wenigstens auch ein paar Mal am Tag nach uns selber schauen?